In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Bit2Byte bzw. Byte2Bit verwenden könnt. Das sind zwei Funktionsblöcke, die man in der syslib findet, und Bit2Byte brauche ich zum Beispiel, um ein Bool-Array in einen Bit-Vektor zu konvertieren, das heißt in einem Byte, in die Bits, also 0. Bool ist 0. Bit, 1. Bool ist 1. Bit, 2. Bool ist 2. Bit in diesem Byte. Dafür brauchen wir das und ich zeige euch das jetzt, wie man das macht. Dazu fügen wir jetzt die Bibliothek syslib hinzu, schieben diese syslib noch in den Ordner Libraries, fügen jetzt ein Ladder-Programm hinzu. Dort werden wir den Funktionsblock aufrufen im zyklischen Ladder. Fügen wir diesen Funktionsblock Bit2Byte hinzu aus der syslib. Nennen den Funktionsblock Bit2Byte 0. Löschen das IN und ENO. Füge jetzt die Adresse von meinem Bool-Array hinzu, was ja 8 Elemente lang ist. Das füge ich hier als analogen Wert hinzu. Konstant. Und ich bekomme die Adresse von meinem Byte, das konvertiert wurde, in das die Bits konvertiert wurden. Das füge ich hier als analogen Wert hinzu. Byte ADR, dann füge ich ein neues Netzwerk an, füge einen Access Block ein, lösche wieder IN ENO, das brauchen wir hier nicht, füge eben diese Byte-Adresse hinein und hier verbinde ich mich auf eine dynamische Variable, die ich jetzt noch schnell deklarieren werde. Das ist ByteResult, ist eben eine Referenz. ByteResult habe ich die genannt. Jetzt deklarieren wir noch die Variablen, die nicht deklariert sind. Das ist eben Bit2Byte und das ist ByteADR. Wunderbar. Dann speichere ich das Ganze hier ab und versuche zu kompilieren. Wunderbar. Fertig kompiliert. Dann übertrage ich es auf meine Simulations-SPS. Ist übertragen. Nun öffne ich den Watch und prüfe, ob das Programm also richtig arbeitet, füge die Variablen ByteResult und BoolArray ein. Und hier sind jetzt schon Werte gesetzt. Schauen wir mal. 110011. Das spiegelt genau das hier wieder, wie diese Bits hier oben gesetzt sind. Ich kann jetzt mal alles auf 0 setzen. Dann sieht man, okay, hier ist auch alles 0. Dezimal eben 0 und jetzt setze ich nur mal das oberste Bool, dann erhalte ich hier das oberste Bit auf 1 gesetzt. Ja, das funktioniert doch super, genau das wollten wir. Dann werden wir uns jetzt mal Byte2Bit anschauen, das ist der genaue Gegenspieler wieder, fügen hier ein Netzwerk an, füge den Funktionsblock ein, aus der syslib wieder Byte2Bit, nenne ich Byte2Bit 0, lösche IN und ENO, das brauchen wir hier wieder nicht. Dann gebe ich eine Adresse von meinem Byte ein, ByteTest nennen wir das Ganze. Das hat eine Länge von genau einem Byte. Dann füge ich hier eben die Bits ein.
Hier bekomme ich die Bit-Adresse wieder raus. Dann füge ich hier, dann deklariere ich hier in UDINT. Füge jetzt ein neues Netzwerk an. Das ist die Bit-Adresse. Mache wieder einen Access. Auf mein Bool Array. Das muss hier natürlich eine Referenz sein. Dann versuche ich das Ganze zu kompilieren. Diese Variable muss ich natürlich nur deklarieren. Das können wir hier wieder über alles deklarieren machen. Dann kompiliere ich das Ganze. Übertrage es auf meine Simulation. Öffne den Watch und füge genau die Variablen ein, die wir gerade deklariert hatten. Setze das hier auf 1, dann wird das auf 1 gesetzt, setze hier auf 2, das zweite gesetzt, 4, 8, schaut doch wunderbar aus. Setze mal alle Bits in meinem Bool Array, funktioniert, genauso soll das sein. Sehr schön. In diesem Video habe ich euch also gezeigt, wie ihr Bit-to-Byte bzw. Byte-to-Bit aus der SysLib einsetzen könnt in einem Ladder-Programm.